stehen wir hier und sind bereit und gehen mit euch durch die fünfte Jahreszeit. Lange haben wir uns hier drauf warten müssen. Im Karneval darf euch jeder von uns küssen. Ich, Prinzessin Annalena, liebe Fußball spielen, schwimmen und tanzen. Zu Elsa Brandström Realschule in Köln schleppe ich jeden Tag meinen Ranzen. Schnitzel und Pommes ist mein Leibgericht. Da gibt es in der Küche auch schon mal Sonderschicht. Neben mir Post Justice mag den Fußball spricht. Computerspielen ist für ihn eine schöne Pflicht. Das Tanzen mit mir liebt er gern genauso sehr. Und in Karnevalfeiern noch viel mehr. Für italienisches Essen lässt er alles stehen. Und würde dafür Meilen gehen. Die Realschule in Köln besucht er mit mir. Hier sind wir schon 3 von 4. Als Tanzbar bei der Prinzengarde Blau-Weiß läuft, ziehen wir durch Säle und Räume. Nun stehen wir hier vor euch und erfüllen uns gemeinsam unsere Träume. Fahnenträger Max, die Fußball spielen, Star Wars und selber und den Bärenretter Schützenverein. Er besucht die Brüder Grimm Schule und Mathe, muss für ihn echt nicht sein. Schnitzel und Pommes, Spiegelei mit Speck, kaum auf den Tisch, schon ist es weg. Für den ersten FC Köln schlägt sein großes Herz. Mit 2 Jahren stand er schon auf der Bühne, kein Scherz. Prinz Führer Timo, der letzte im Bund, steht als Ex-Kinderprinz vom Bärenrad hier in der Runde. Singen, tanzen und Fußball spielen liebt er sehr. In der Elsa Brandström Realschule fällt ihm das Lernen selbst schwer. Englisch Vokabeln passt er wie die Pest, aber Karnevalfeiern ist für ihn einmal ein Test. Hinter uns stehen noch ein paar Frauen. Unsere Mom, die sind auch in dem Blau. Sie sorgt dafür, dass wir zu unseren Auftritten pünktlich sein werden. Ordentlich angezogen, Haare frisiert, dann gibt es auch keine Beschwerden. Nun präsentieren wir unser Motto. Wir bauen zwar viel mit und haben auch eine Meise, aber auch eine Jacke, Art und Weise. Ob blau, ob weiß, rot oder grün, egal welche Farbe, wir lieben alle Garten. Aus der Brüder Grimm Schule gehen wir vor und fangen vor stets ein offenes Ohr. Beim Tanzen haben wir viel Freude und zeigen euch das gerne heute. Unser Motto für die jetzigen Tage, keine Frage, wir wollen uns verflossen ertragen. Der möchte euch gerne noch ein paar Worte sagen. Stellt euch bitte nochmal in den Angebot. Herr Bürger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, sehr verehrte Gäste, vor allem die liebe Fans. Wenn man das so gesehen hat, früher das Tanzen, die Maxis, besonders die Mini, da war nicht alles hundertprozentig perfekt. Aber die Fans haben so einen Strahl in den Augen gehabt, hat man gesehen, der hat das Spaß gemacht, das Tanzen. Und so soll es ja im Karneval auch sein. Und wenn ich euch sehe, da sieht man die Freude auch an dem, was ihr euch vorgenommen habt für die nächsten 3 Monate. In den vergangenen Jahren haben wir immer die Schule reingestellt und die Qualität umgestellt. Jetzt steigen die Gesellschaften in den Gebäude ein. Das finde ich wunderbar, dass sie da mitmachen, sich engagieren. Euch als Prinzenpaar, aber auch der ganzen Schule, der ganzen Mannschaft, wünsche ich ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Ich bin sicher, dass wir uns in der Session sehen. Ja, damit ist den Kindern auch ein Bedürfnis, euch, Ihnen, Herr Bürger, der Hannelore, den Ort zu überreichen. Das dürfen wir jetzt tun. Jetzt dürft ihr küssen. Ja, wir haben ja einen Pressenführer, der hat auch einen Korb, oder? Ja, dann rufen wir noch mal auf, aus die neuen Ortsträger. Dreimal Blöde! Prinzengarde! Brüder Grimm Schule! So, jetzt hängen wir schon wunderbar im Programm. Wir sind schon viel zu spät. Ich bedanke mich ganz herzlich. Die Bogenmäuse müssen auch noch weg.
Wir haben eine ganz tolle Band da hinten stehen, die sitzen auf total heißen Kohlen. Wir ziehen jetzt schnell die Bogenbolzen vor, wenn die so weit sind. Einmal von den Bogenbolzen, ihr dürft bitte Platz nehmen, ganz toll, danke. Und ihr macht ein bisschen Platz. Einmal spitze. Ich darf sie euch mal kurz vorstellen. Ich gehe mal hier hin, ich lasse mal die Türen auf mich wirken. Ja, wunderbare Kostüme, ihr habt toll gebastelt, ganz, ganz toll. Der erste Vorsitzende ist der Axel Gast. Also, ich schaue mal, ich bin mit Wanke. Leistung hat wie immer Petra Wetter. Ganz neue, glaube ich, frisch, die Trainerin, die Yvonne Franke. Und als Betreuerin ist dabei die Svetlana. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was ist da passiert, da sind ja Grüne dabei, gar kein Problem. Ich begrüße ganz herzlich eine Abordnung aus Bernrad. Da ist der Prinzenführer da, der Jakob Hotter. Und der Fahrer, der Peter Mohr. Und das Bandzeichen natürlich wird zum Schluss aufgehoben. Wir haben eine Prinzessin. Auch da muss ich ja jetzt leider immer noch sagen, den Lauersteller. 6. Januar, da wird programmiert im Bernrad. Selina Werl. Und an ihrer Seite sind die Pagen, die Jennifer Kari. Und die Helle daheim. Und jetzt möchten wir euch gerne tanzen sehen. Habt ihr Lust? Yvonne, du hast das Wort. Die Tanzgruppe der Gläuder Bockmäuschen freut sich sehr, heute hier zu Gast zu sein. Zuerst einmal möchten wir natürlich unseren frisch proklamierten Prinzen